Wer eine bezahlbare Wohnung sucht, hat es schon seit längerer Zeit schwer. Nach den von der Bundesregierung vorgelegten nicht repräsentativen Zahlen sind die Mieten in den vergangenen Jahren sogar stärker angestiegen als die allgemeine Inflation. Immer teurer wird es vor allem in den Großstädten. Insofern ist es aber jetzt nur erschreckend zu sehen, wie die Zahlen wirklich in 9 Jahren gestiegen sind und was es auch für ein soziales Problem auch für Mieterinnen und Mieter in diesem Land bedeutet. Im aufziehenden Wahlkampf wirft die Linke der Bundesregierung vor, nichts gegen die steigenden Mieten getan zu haben und fordert unter anderem Höchstpreise für Mieten in angespannten Lagen. Ähnliche Vorschläge kamen jüngst auch von den Grünen, die außerdem eine Reform der Mietpreisbremse fordern, um Schlupflöcher zu schließen. Innerhalb der Union gehen die Meinungen auseinander. Der regierende Bürgermeister von Berlin will Verstöße gegen die Mietpreisbremse besser aufspüren und sanktionieren. Wesentlich zurückhaltender beim Thema Regulierung ist dagegen der baupolitische Sprecher der Unionsfraktion. Regulierung löst am Ende das Problem nicht, sondern wir müssen dazu kommen, dass wir in Deutschland mehr und schneller und auch kostengünstiger bauen. Das ist das, worauf wir unsere Kraft und unsere Politik darauf konzentrieren sollten. Gebaut wurde zuletzt nicht so viel, wie es sich die Politik vorgenommen hatte. Das Ziel der Bundesregierung von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr wird auch dieses Jahr wieder verfehlt werden. Und auch bei der Regulierung ging es nicht voran. Eine Verlängerung der Mietpreisbremse hatte FDP-Politiker Buschmann als Justizminister lange verschleppt. Ob daraus nun nach dem Aus der Ampelregierung noch etwas wird, ist unklar.